Moin Leute, das ist mein erstes richtiges Video auf diesem Kanal. Ich zock heute das neue Game Phasmophobia mit meinem Cousin Marius und meinem Kollegen Keno. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Let's go. Das teile ich noch. Oh, einer kann doch hier dieses Radio teilnehmen. Wir müssen Räucherstäbchen haben, wir haben keine Räucherstäbchen. Finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Hast du Marius, ne? Ne, Keno hat das. Was ist hier das Thermometer? Weiß nicht. Betty Wilson heißt sie. Ja, ich habe keine Taschenlampe, du musst dich beschützen. Ich glaube, Betty Wilson, Betty Wilson. Ich glaube, wir sollten mal anfangen, ich habe Angst. Zu Dingensen, ne? Wir sollten mal anfangen, Räucherstäbchen und sowas, Kruzifixe zu kaufen. Hast du die was mal kaufen? Ja, eigentlich ja. Ja. Das ist denn die Kugel. Also die da vorne ist er! Ah ne. Alter, warum läuft ein Keno da vorne so creepy rum? Keno! Ich dachte, du wärst ein scheiß Geist. Betty Wilson stinkt, Betty Wilson ist Jungfrau. Knatsch, die Treppe. Ich geh hoch. Ich bin's nur Kenos Mutter! Wir. Ich habe einen Knochen gefunden. Der ist, glaube ich, wichtig. Den kann man irgendwie benutzen für Geld. Dafür bekommt man, glaube ich, Geld. Ich habe Knochen aufgesammelt. Ja. Ich habe sie gerade gehört. Betty Wilson. Betty Wilson. Bring zuerst Kino um. Als Zeichen. Dass wir wissen, dass du hier bist. Betty Wilson stinkt. Gut. Komm mit. Ich habe irgendwie eingesperrt. Was? Hört ihr das? Ja, ich leg mal das Buch hier in den Raum, ja, dann gehen wir weg. Betty Wilson. Betty Wilson, gib uns ein Zeichen. Töte Keno. Töte Keno bitte. Betty Wilson. Marius, komm. Keno sei es alleine. Du wirst gleich sterben, glaube ich. Licht aus. Taschenlampe aus. Betty Wilson stinkt! Betty Wilson stinkt! Ah! Junge, komm bitte zurück. Ich hab kein Licht. Ja, ich komme. Juri, das hier ist dreckig. Willst du davon ein Foto machen? Weiß ich nicht. Ich mach einfach mal eins. Wo bist du, Keno? Das Radio hier ist an. Bist du unten? Ja, unten. Hilfe, bei mir! Keno, beim Foto! Betty Wilson im Keno! Betty Wilson im Keno! Betty Wilson wirklich nicht an. Betty Wilson ist sauer. Ich hab ihr Geräusch gehört. Betty Wilson, wenn du keine feige Sau bist, töte Keno. Keno, bist du unten oder oben? Im Truck? Warum sagst du das nicht? Please. Wir kommen jetzt in den Truck rein. So komisch. Genau, die brauchen wir. Voll die geile Zange, Marius. Jungs, wo seid ihr beide? Hallo. Sie ist hier! Spaß. Hallo. Wir haben ein Problem hier, ey. Nee, haben wir nicht. Das Licht. Ja, Betty Wilson, sie stinken hart aus ihrem Mund. Komm mal mit. Wo bist du? Kinder, wo bist du hin? Hier in dem Raum, hier hinter dir, da. Hier in dem Raum. Ich dachte, das wäre Blut. Betty Wilson, im echten hässlichen Hutgeschmack. Da. Hier. Ah, endlich kann man wieder was sehen, ey. Komm mal her, was ist denn die Schuhe los? Juri, komm mal zurück. Guck dir die Schuhe. Die roten hier. Uff, die gehen ja richtig ab. Alter, pass dich da rein. Betty Wilson, was soll das? Sie ist hier, Betty ist hier! Ah! Sie rennt auf mich zu, sie ist klein, sie ist eins, nicht mal mehr einen Meter groß! Sie ist einen halben Meter hoch, Tür zu! Was soll das denn? Betty Wilson, ich wusste zwar, dass sie hässlich sind, aber nicht, dass sie so klein und hässlich sind. Betty Wilson, ich mach jetzt die Tür zu. Ganz leid, Juri, komm mal her! Hier, die Badewanne ist voll mit Blut, Juri. Bei mir ist dann nur ein bisschen braun. Grau. Auch. Das ist Rost, Keno, das ist kein Blut. Okay, mit meiner Taschenlampe sieht das so Blut aus. Ja, das kann gut sein. Uff, Alter, ich bin so komplett lost in dem Game. Juri, hast du das? Ich hab ein Foto von Betty Wilson gemacht! Schaut mal! Hab ich voll vergessen. Betty Wilson ist ein Kleinkind. Nebel, hieß Nebel. Da, kalt. Dabei. Es ist kalt. Nebel. Betty Wilson. Sie ist hier! Ah, sie rülpst! Betty Wilson rülpst mir ins Gesicht! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo ist Keno? Wo bist du denn? In unserem kleinen Nebenraum. Ah, ich sehe sie noch. Tür. Licht ist aus, helf mir. Ah! Das ist Keno. Alter, du sahst aus wie Betty Wilson. Alter, erst rübst du Betty mitten ins Gesicht und dann erschreckt mich Marius mit der hässlichen Kackfresse. Sag mal zum Chuck, wir müssen jetzt die Aufgabe mit dem
Thermometer auch geklappt, Können, ja, ich weiß nicht. Wir haben halt nichts gemessen, ne? Wir haben halt auch keine Räucherstäbchen. Wir können das gar nicht gewinnen, das Game. Keine Ahnung. Ich glaube, wir kriegen ein bisschen Geld dafür, dass wir ein Dings gemacht haben. Die eine Aufgabe. Ja. Absolut. Ne, wir hätten das besser müssen. Wir haben die Aufgabe nicht geschafft, die zweite. Komisch. Wollen wir mal ein Gruppenfoto machen? Ich mach mal ein Foto von euch, ja? Stellt euch mal das Wissen nebeneinander. Das ist ein scheiß Kind, Alter. Die kloppen hier zusammen. Jungs, drück mal J, da kann man irgendwas eingeben mit Bücher, irgendwas. Du hast recht, danke. Freeze, ja. Beweise gefunden. Ist Temperatur das? Beweis gefunden. Okay, wir haben. Temperatur. Ja, Beweis 2. EMF-Ebene 5 hat wir gehen. Dein Gerät ist auf Nummer 5 ausgeschlagen. Ja. Gut, haben wir auch. Dritter Beweis. Ja. Haben wir nicht. Das ist Spirit Box. Ich weiß es nicht. Wir können nach Fingerabdrücken suchen. Ja, könnten wir machen. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen rein, schauen ins Buch, ob da was drin steht und wir suchen nach Fingerabdrücken. Also okay, du musst es mit seiner UV-Lampe machen. Ja. Betty Wilson, du kleine Fotze. Betty Wilson, du stinkst. Betty Wilson hat üblen Mundgeruch. Oh, wie das stinkt. Oh, wie viel Licht, schön. Okay, ich muss irgendwo ein Buch gedroppt haben, in irgendeinem Nebenraum. Hier war irgendwas gerade auf dem Boden, irgendein Chat, ne? Oh nein. In welchem Raum habe ich das scheiß Buch abgelegt? Hier habe ich ein Buch abgelegt. Hier. Steht nichts drin. Ich sehe nicht mehr, Jungs. So. Ja, kann irgendwas Buch aufheben und nochmal irgendwo hinlegen? Am besten nochmal unten. Wo ist uns Betty begegnet, in welchem Raum? Da können wir das Buch ja mal hinlegen, auf den Tisch oder so. Unten im Hauptraum eigentlich. Das ist aber im Licht auch. Dann sagen wir den Namen fünfmal und dann gehen wir weg. Ich glaube sogar, du kannst es einfach in der Hand halten, dann wird es auch beschrieben irgendwann. Meinst du? Okay, du schaust auch nach Fingerabdrücken am Lichtschalter am besten immer oder so. Ich weiß nicht, ob man das... Oder an der Box, da, wo man das Licht... Sie ist hier! Nimm Keno, Betty Wills, du stinkst im Keno! Ich bin draußen, komm raus! Keno, komm raus! Alle raus, Keno! Keno, komm raus, schnell, Keno, raus! Keno, komm raus, das Buch liegt da gut. Betty Wilson. Keno, komm raus, sie sind abgeschlossen, Keno! Mann, du bist so dumm, Keno, wir hätten rausgehen müssen! Nimm Keno! Keno, du bist so dumm, warum kommst du hier mit mir raus, Mann? Hey! Oh, Keno, ich bin tot, du bist so dumm, Keno, Mann, meine Fresse! Juri ist tot. Wegen dir, du Wichser! Hört er mich noch? Warum? Hört er mich noch? Sie hat abgeschlossen, wir kommen nicht mehr raus. Ja, sieh, du bist. Alter, so los, Keno, Mann! Ich bin draußen beim Truck jetzt! Ich hab mich in Sicherheit gebracht. Ja, du hast aber mich umgebracht, du Wichser, weil ich dich retten wollte! Marius, wir müssen wieder rein! Oh Gott, was ist los? Ich komm mit euch, ne? Ich hoffe, Juri hat seine Items gedroppt, nicht oder? Ja, hab ich wahrscheinlich. Sonst haben wir wirklich ein Problem, weil ich hab nur diese Wack-Lampe hier. Mach schon mal den Lichtschalter bei dir an. Hast du meine Taschenlampe geholt, Marius? Ja. Hast du, glaube ich. Ja, wo ist mein Leiche gewesen? Da! Alter, wie beschissen ich da rumliege, oh mein Gott. Wie du da stehst, dein Arm? Warte, ich schau rein. Ja? Das waren noch schöne Zeiten, bevor wir noch alle drei gelebt haben und ich Bilder von euch machen konnte. Okay, dann schau mal am Stromkasten. Hast du das schon mit dem UV-Licht geschaut? Ja. Ich finde keine. Also eigentlich müssen wir ja so sehen, dass es jetzt nicht der Geisttyp ist, den wir dachten. Weil er keine Fingerdruck mehr hat. Ja, wahrscheinlich. Also es gibt bis jetzt zwei Geisttypen, die wir auswählen könnten. Phantom und Benz. ein Phantom ist ein Geist, der von lebendem Besitz ergreift und damit die Leute umbringt. Ja, das ist auf keinen Fall, ja. Das ist auf jeden Fall was auf keinen Fall. Was macht Banshee? Banshee ist, warte. Banshee ist ein Jäger und wird alles attackieren. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet. Das könnte theoretisch sein. Am Ende kann man nur Banshee, Phantom oder noch nicht entdeckt auswählen. Aber ich glaube, es ist am besten, also am meisten passt gerade Banshee, finde ich. Auch wenn es keine Fingerdruck hat. Würde ich auch sagen. Ja, es muss Banshee sein. Es muss Banshee sein. Ja, mit dem Banshee. Ein bisschen los, Jungs. Der Geist war ein Poltergeist. What the fuck? Hä? Aber wir haben Geld bekommen. Wir haben $20 bekommen. Für Knochen, den ich gefunden habe. 40 Dollar. Bei mir. Ja. Aufgabe 4, 20 und Knochenbeweis. $40 insgesamt. Ich habe 15 und 5. Wir haben $20 bekommen. Ich habe $40. Und du, Keno? So, ja, also ich habe auch 40. Wahrscheinlich, weil du gestorben bist, hast du weniger. Kann also sein, man kann sich denn alles kaufen? Man kann sich, EMF-Reader, Taschenlampe, Fotoapparat, Feuerzeug, Kerze.